In diesem Video zeige ich dir, was ein TCP ist, ein sogenannter Tool Center Point, und wie du ihn bei einem Roboter der Firma KUKA vermisst. Viel Vergnügen! Servus, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Ich bin seit 30 Jahren Roboter-Experte, bilde hier in meinem Schulungszentrum in Mainburg seit 10 Jahren Roboter-Bediener und Experten aus, bin Speaker und Berater für Robotik, und jetzt geht's direkt los mit unserem Video. Für was braucht denn jetzt so ein Industrieroboter diesen Tool Center Point eigentlich? Hier der Tool Center Point, in unserem Fall hier soll ja die Stiftspitze sein. Stell dir einfach mal vor, der Roboter kennt ja nur hier seine Achse 6 vorne, wo die ist. Stellen wir uns einfach mal vor, das wäre hier diese Hand. Ja, ich weiß ja, wo meine Hand ist. Und jetzt habe ich, wie diesen Stift hier, da vorne irgendwo den Stift dran. Ja. Und jetzt würde ich versuchen, mit diesem Stift hier an die Nase hinzufahren. Ja. Dafür muss ich ja wissen, wo der Stift tatsächlich ist. Also brauche ich die Koordinate von hier nach hier. Dann gehe ich an meine Nase, und jetzt stell dir vor, will ich auch noch den Stift umorientieren. Ja, dafür muss ich ja meine komplette Hand bewegen, und das macht natürlich der Roboter auch, wenn er um den Stift hier umorientieren muss. So kannst du dir das vorstellen, der Roboter muss den Unterschied wissen zwischen seiner Hand, die ihm bekannt ist, und wo der Stift denn tatsächlich ist. Also Koordinate wird wieder in x, y, z gemessen. Und die wollen wir jetzt rausfinden. Dafür gibt es eine Prozedur in zum Beispiel diesem KUKA-Roboter. Kann ich mit 4 Punkten an eine feststehende Spitze hinfahren, und wenn ich mit 4 unterschiedlichen Orientierungen diesen Punkt anfange, dann rechnet sich der Roboter selbstständig raus, wo denn der gemeinsame Nenner ist. Und das ist unser Stift. Kannst du dir so vorstellen, ich fahre jetzt mit meiner Hand. Hier habe ich meinen Stift dran, einmal auf die Spitze, zweimal auf die Spitze, dreimal auf die Spitze, viermal auf die Spitze. Und jedes Mal ist, als würde so ein Strahl rauskommen aus meiner Hand. Und da, wo sich die 4 Strahle treffen, da ist der gemeinsame Punkt. Und das ist der Tool Center Point. Der Roboter speichert sich dann eben die Koordinate seines Stifts intern ab. Und das bedeutet nichts anderes wie, hier ist so weit weg von der Achse 6, von dieser Hand. Okay, um das besser zu verstehen, machen wir das jetzt einfach einmal. Ich stelle meine Spitze hierher, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die ist feststehend. Wichtig ist, dass während ich sie vermesse, darf sie nicht bewegen. Also wenn ich jetzt einmal ankomme und die versetze ich, dann funktioniert die ganze Messung nicht mehr. Ich muss jetzt 4-mal mit dem Stift auf diese Spitze fahren, mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Also gehen wir her. Im KUKA-Roboter gehen wir eben erst einmal auf die Benutzergruppe, schauen, dass wir Experte sind. Das geheime Kennwort eingeben. So, dann gehen wir auf Inbetriebnahme, vermessen, Werkzeug. Und wir nehmen jetzt die leichtere Methode, das ist die XYZ-4-Punkt-Methode. Wie ich euch gesagt habe, wollen wir das ja mit 4 Punkten definieren. Es gibt noch wesentlich aufwendige Methoden, in denen wir auch die Richtung des Werkzeugs herausfinden. Wir nehmen die 4-Punkt-Methode. Wir wollen ja nur, in Anführungszeichen, erst einmal erfahren, wie das Ganze funktioniert. Gut, dann wähle ich aus, welche Werkzeugnummer ich haben will. Ich habe hier schon mal was vordefiniert, Werkzeug Nummer 3. Und ich nenne den jetzt in diesem Fall T-Stift. Ja. Das ist in Ordnung. Die Koordinaten im Moment sind noch 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alle 6 Koordinaten sind 0, also x, y, z und a, b, c. Jetzt vermessen wir die und verändern diese Koordinate. Ich gehe auf Weiter. Der Roboter sagt, richten Sie das Werkzeug aus verschiedenen Richtungen auf einem Referenzpunkt aus. Das hier ist unser Referenzpunkt. So, jetzt darf ich sie nicht mehr bewegen. Jetzt muss sie feststehen. Übrigens, wenn wir auf der Baustelle sind, nehmen wir auch manchmal eine Anreisenadel und machen die mit dem Kabelbinder fest oder so Sachen. Ja. Wichtig ist nur, dass während wir diese 4 Orientierungen machen, diese 4 Ausrichtungen machen, dass die Spitze stehen bleibt. Ich sage das, weil es wichtig ist. Gut, jetzt fahre ich einfach einmal den Roboter genau auf die Spitze.
die Menschen, die bei mir schon auf dem Lehrgang waren, die kennen die Übung. Ja? Die ist die allererste, die wichtigste, sage ich immer, weil wir zwei Sachen lernen. Einmal den Roboter in verschiedenen Verfahrarten zu bewegen, zweimal ein bisschen genauer zu fahren, wirklich mit Präzision zu fahren und drittens, um auch dieses Koordinatensystem zu verstehen. Also, jetzt schaue ich immer von zwei Richtungen, dass ich die Spitze genau Spitze auf Spitze fahre und einen Lichtspalt dazwischen habe. Natürlich ist jetzt hier mein Edding nicht mehr ganz spitz. Für unsere Zwecke reicht es. Also, ich habe den jetzt in Richtung 1 ausgerichtet. Dann drücke ich hier auf Vermessen. Dann er fragt mich nochmal zur Sicherheit, aktuelle Position übernehmen, Vermessung wird fortgesetzt. Ja, natürlich. Und jetzt soll ich das Werkzeug in der zweiten Ausrichtung machen. Mein Tipp dazu ist, wir fahren einfach nach oben und wir haben die besten Erfahrungen gemacht, wenn wir jetzt einfach mal nur eine Achse bewegen, Achse 4 zum Beispiel, und fahren dann wieder auf den Punkt zurück. Als nächstes Mal nehmen wir die Achse 5, bewegen die ein Stück, fahren dann wieder auf den Punkt zurück und dann beim nächsten Mal die Achse 6. Hat folgenden Vorteil. Normal würde ich hergehen und sagen, nehmen wir mal das als Spitze her, am besten kann ich das ermitteln, indem ich mal so ganz extrem verschiedene Richtungen anfahre. Da kriegt der Roboter die meisten Informationen rein. Falsch gedacht. Wir haben das ausprobiert. Da kommen auch die meisten Robotertoleranzen mit in diese Vermessung rein. Drum ist es einfach schlau, nur einzelne Achsen zu bewegen, um zwar viele Informationen reinzukriegen, also einmal Achse 4, einmal Achse 5 und einmal Achse 6 zu bewegen. Und zweitens, nicht so weit zu fahren. Mindestens müssen wir aber jede Achse um 7 Grad drehen, sonst bringt uns der Roboter eine Fehlermeldung, dass der Punkt jetzt zu nah an einem vorherigen ist. Wenn diese Meldung kommt, einfach die Messung wiederholen. Jetzt mache ich praktisch die zweite Position. Ich schalte auf Einzelachsen und bewege jetzt einfach mal die Achse 4. Ja, mehr wie eben 7 Grad. Und fahre dann eben, na, das wird schwierig. Ich tue das Ganze mal nochmal. Wenn ich hier einfach, sorry, in die Achsgrenzen des Roboters komme. Ich achte bei dieser Vermessung immer darauf, dass ich einen ganz kleinen Luftspalt drunter habe, damit ich die Spitze nicht berühre, aber trotzdem so gut wie Spitze auf Spitze bin. Okay, wir haben Richtung 2. Ich drücke wieder Vermessen. Ja. So, ich mache immer das Gleiche. Ich fahre in Z nach oben, schalte um auf Einzelachsen. Jetzt eben Achse 5. So, gehe wieder auf Welt und fahre wieder die Spitze an. Gut. Punkt Nummer 3. Vermessen, ja. So, und jetzt beim letzten Mal bewegen wir Achse 6. Immer wenigstens 7 Grad. Nicht viel mehr. Und fahren wieder im Weltkoordinatensystem auf die Spitze. Vorsicht, jetzt keinen Fehler machen, sonst müssen wir alles wieder von vorne anfangen. Gut, wir vermessen den vierten Punkt, sagen ja. Als nächstes fragt uns der Roboter, wie schwer ist denn das Gewicht? Auch das könnten wir automatisch ermitteln. Wir machen jetzt der Einfachheit halber 5 Kilogramm, dieser Schunk-Docksystem und mein Stifthalter wiegen in etwa 5 Kilo. Und der Schwermittelpunkt, der dürfte, ja, ich schätze den jetzt einmal, bei 100 mm liegen. Diese Werte gebe ich ein, kann ich automatisch ermitteln. Wenn ich ein Produktionsprogramm schreibe, ermittle ich das auch automatisch. Das ist wichtig. Wir machen weiter. Jetzt zeigt uns der Roboter an,
wo denn tatsächlich dieser Tool Center Point ist. Also ich hatte ermittelt, der ist auf X-74, Y-30 und Z-317 mm. Wir haben hier in unserem Werkzeug in der Z-Achse 317 mm, in X-74 und in Y-30 mm. Lass uns das mal kontrollieren. Ich speichere mal schnell ab und könnte jetzt eben noch die Orientierung mit dazugeben. Das lassen wir jetzt aber, gehen raus. Und jetzt kontrollieren wir den Ganzen. Ich wechsle hier auf den T-Stift, den hat er von Haus aus schon drin. Und jetzt probieren wir den einfach mal aus. Seht ihr, der Punkt bleibt stehen. Und wenn wir jetzt hier mit dem Metermaß einfach mal nachmessen, ob wir denn die, wie viel waren es, 317 mm Z haben, also von hier, von unserem 0, TCP 0, bis unten am Roboter, ja, 317, könnt schon ganz gut hinhauen, ja? Also hier sind 320. Also das stimmt ziemlich genau, genauso wie hier von eben diesem Nullpunkt diese 70 mm in X sind. Dann ist er eben auch noch ein bisschen 30 mm in Y weg. Natürlich ist es mit Metermaß sehr schwer zu ermitteln, wie ihr seht. Aber mit dieser automatischen Messmethode wunderbar. So, der Vorteil ist jetzt, dass wir uns eben um diesen Punkt umorientieren können. Und die Spitze bleibt stehen und der Roboter macht einen Handstand um diese Spitze herum. Hätte ich noch ein bisschen genauer gearbeitet, dann würde er wahrscheinlich noch ein bisschen besser stehen bleiben. Aber natürlich haben wir hier nicht Spitze auf Spitze, sondern Spitze auf Stumpfe. Ja. Jetzt können wir natürlich viel einfacher zum Beispiel den Roboter ausrichten. Ich fahre jetzt einfach hier aufs Papier und richte dann den Winkel aus. Die Spitze bleibt unten stehen. Kann auch, wenn ich will, den da einmal rumtanzen lassen. Und unten bleibt der Stift einigermaßen stehen. Ich sehe schon, für die Produktion würde ich das nicht hernehmen. Aber für unsere Zwecke hier, für die Vermessung, ist es absolut ausreichend. Und natürlich hoffe ich, ich konnte euch erklären, was ein Tool Center Point ist, warum wir einen brauchen und wie ich den zum Beispiel mit diesem KUKA-Roboter erstellen kann. Wenn dir das Video geholfen hat, den Tool Center Point besser zu verstehen, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn dich das Thema generell interessiert, abonniere den Kanal und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn neue Videos hochkommen, zweimal pro Woche gibt es neue Videos von uns, aktiviere unbedingt die Glocke, ja? Und falls du Fragen zum Thema allgemein hast oder zur Vermessung von TCP, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich werde ihn selbstverständlich für dich beantworten oder deine Anregung beim nächsten Video berücksichtigen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Werner.